FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 Footref Video auf meinem Kanal. Und heute, ja, kann man sagen, gibt es was ganz Spezielles. Und zwar werden wir jetzt gleich, ja, man kann sagen, eine Online Footref Partie gegen einen anderen YouTuber spielen. Wir werden jetzt gleich natürlich ganz normal wie eh und je das Footref Team bauen. Und dann werden wir gleich, ja, irgendwie versuchen, wenn im FIFA zu finden, wenn man ab und zu einfach nacheinander sucht und ja, dann öfters sucht. Mit ein bisschen Glück finden wir dann Venom FIFA, gegen den werden wir dann also gleich spielen. Und ja, ich denke mal, das wird ein richtig geiles Match werden. Und ja, ich würde sagen, wir bauen jetzt mal hier das Team. Ich gucke jetzt erstmal hier, welche Aufstellung wir nehmen. 3-5-2 ist natürlich die Aufstellung, die wir schon, ja, jetzt das ein oder andere Mal hatten. Ich würde sagen, wir nehmen 4-1-4-1, ist eigentlich auch relativ geil. Oder halt 3-4-1-2. Die ist auch nicht schlecht. Ich würde sagen, ja, ich mag das eigentlich ganz gerne mit ZOMs. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir 3-4-1-2 und ich hoffe jetzt einfach mal auf Ronaldo Hero. Das wäre natürlich einfach nur abnormal. Wir ziehen Neymar in Form. Ey, das ist noch fast besser als Ronaldo Hero. Alter, das ist richtig nice. Das macht richtig Bock. Das kann nur ein geiles Footref-Team werden. Und wir haben hier sogar noch Hulk. Der Typ ist auch eigentlich einer meiner Lieblingsspieler in Footref. Aber, ey, wir müssen hier auf jeden Fall Neymar nehmen. Da bleibt uns natürlich nichts anderes übrig. Wir machen direkt mal hier weiter im Sturm. Es gibt hier direkt Kruse. Das heißt, wir könnten hier vielleicht sogar noch irgendwie auf ein paar, ja, Bundesligaspieler hoffen. Wir versuchen das Ganze jetzt einfach mal. Warum nicht? Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir vielleicht ein bisschen Bundesliga hier reinbringen. Und diesmal gibt es so gut wie gar nichts, was hier in unser Team passt. Nicht mal ein Spieler aus der Liga BBVA. Wir haben hier noch Okazaki aus der Premier League. Aber das bringt uns auch so gut wie gar nichts. Wir gucken mal hier im zentral-offensiven Mittelfeld. Hier gibt es auch wieder nur BPL-Spieler. Alter, ich habe 3 BPL-Spieler. Einen aus der Serie A, einen aus der Liga A. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen schlecht gelaufen. Das heißt, wir werden jetzt hier irgendwie versuchen, ein BPL-Team oder so zu bauen. Denn Okazaki spielt, ach, Ben Arfa, da hätte ich schon wieder fast den Fehler gemacht. Ben Arfa spielt natürlich gar nicht mehr in der BPL. Das heißt, wir werden diesmal einfach Payet mitnehmen und hoffen mal, dass wir vielleicht hier doch noch auf der rechten Seite irgendwas an BPL-Spielern bekommen. Robben oder Gareth Bale. Und da müssen wir natürlich ganz klar Robben mitnehmen. Der hat nämlich sogar hier einen Link zu Kruse. Also es läuft gar nicht so schlecht. Vielleicht kriegen wir doch noch irgendwas an Bundesligaspielern hin. Wir gucken mal in der Innenverteidigung hier. Benatia wird es und Javi Martinez. Und ich denke mal, Martinez wäre hier sogar besser, obwohl Benatia natürlich schneller und so weiter ist. Aber wir müssen natürlich dran denken, dass wir da hinten vielleicht noch ein bisschen was Liga BBVA-mäßig einbauen. Und dafür wäre natürlich Martinez auf jeden Fall der bessere Spieler, denn der ist Spanier. Und da gibt es natürlich einige aus der Liga BBVA, die auch Spanier sind. Deswegen nehmen wir mal Martinez hier mit. Im zentralen Mittelfeld gibt es Junuzovic und Sahin. Okay, ich würde sagen, wir probieren das Ganze mit Junuzovic oder Sahin. Sahin ist auch nicht schlecht, aber Junuzovic ist, denke ich mal, hier der bessere Spieler. Wir schauen direkt mal im Tor, wie ich hier die Spieler schon wieder auswähle. Das ist absolut kurios. Wir kriegen hier wenigstens einen Liga BBVA-Torhüter. Das war jetzt nicht ganz so perfekt, aber das meinte ich eben. Es gibt natürlich viele Spanier in der Liga BBVA. Und hier gibt es Ramos, Chiellini, Kompany, Laporte und Basagli. Was sind das für Innenverteidiger? Aber wir werden hier Ramos nehmen. Der hat sogar einen perfekten Link da hinten. Das passt bislang alles richtig gut zusammen. Wenn wir hier jetzt noch einen Barcelona-Verteidiger bekommen, ja, dann wäre das Ganze natürlich auch schon zu krass. Aber, ja, wir haben Subotic. Ich denke mal, ah, okay, das ist jetzt auch nicht unbedingt besser. Aber ich denke mal, wir werden es mit Subotic versuchen oder mit dem Kollegen hier. Obwohl das, denke ich mal, sogar noch ein bisschen besser. Denn dann haben wir natürlich auch noch da vorne Neymar verlinkt. Aber jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das mit der BPL hier hinbekommen. Das sieht momentan relativ schlecht aus. Und hier ziehen wir Gündogan. Also richtig viele Bundesligaspieler. Das wird dieses Mal einfach ein richtig gutes Bundesliga-Team, glaube ich. Gündogan kommt mal hier erstmal hin. Und schauen wir mal, was wir hier auf der Bank noch bekommen werden. Also das Team sieht bislang noch gar nicht so schlecht aus. Wir ziehen hier Diego Alves. Ich weiß nicht, ob das hier mehr Chemie bringt. Ich glaube nicht, denn wir brauchen am besten einen spanischen Torhüter. Okay, das bringt uns alles nichts. Wir nehmen einfach mal Trapp mit. Aber wir brauchen hier auf jeden Fall Mittelfeldspieler. Innenverteidiger brauchen wir eigentlich auch nicht. Die ist eigentlich ganz gut, muss man sagen. Godin wäre hier vielleicht sogar noch ein bisschen besser, aber ja, das bringt uns jetzt auch nicht mehr Chemie. Wir nehmen den jetzt einfach mit und packen den mal hier rein. Aber ihr seht, die Chemie bleibt dieselbe. Aber wir müssen mal gucken. Wir brauchen, wie gesagt, noch ein paar BPL-Spieler hier.
Und es wird wieder gar nichts. Zu Niger, die können wir alle nicht gebrauchen. Wir brauchen wirklich ein paar Mittelfeldspieler. Snyderlin haben wir hier. Thiago gibt es hier auch noch. Das wäre natürlich eigentlich perfekt, denn der würde natürlich alles hier nochmal so ein bisschen verbinden. Aber ja, der passt, muss man sagen, gar nicht so ganz genau rein. Obwohl, hätten wir mal eben Subotic mitgenommen. Das wäre auf jeden Fall besser gewesen. Wir nehmen mal Thiago mit, weil das ist, glaube ich, besser, wenn wir den hier sogar hin tun. Und wir schauen mal, ob das hier ein bisschen mehr Chemie bringt. Das bringt auch nicht mehr Chemie. Okay, wir lassen das Ganze erstmal so. Aber natürlich passt jetzt Okazaki da vorne in den Sturm eigentlich gar nicht rein. Hernanes haben wir hier noch, der ist auch nicht schlecht. Da können wir nicht so viel von gebrauchen. Das nehmen wir erstmal alles mit. Wir bräuchten am besten noch einen Liga-BBVA-Stürmer. Und das ist er doch, Castro. Okay, den tun wir direkt mal hier vorne in den Sturm. Das heißt, die Chemie sollte jetzt so gut wie auf 100 sein. Okay, auf 100 ist sie jetzt nicht, aber das ist auf jeden Fall nicht schlecht, damit kann ich auf jeden Fall leben, denn die Spieler, die wir haben, die sind alle richtig gut. Mein Gott, was hat der denn hier für Werte? Das sieht richtig stark aus. 4 Sterne Skills, 4 Sterne Schwachfuß, den nehmen wir mal direkt mit. Aber sonst ein paar richtig krasse Spieler, die fehlen mir hier irgendwie noch. Jonas spielt leider nicht in der Liga BBVA, aber sonst können wir den Rest auch nicht gebrauchen. Schauen wir mal weiter hier. Es wird Cristiano Ronaldo Hero. Da habe ich drauf gewartet. Mann, was ist das für ein Team hier? Ich kann es echt kaum glauben. Und wenn der jetzt noch Stürmer wäre, das wäre natürlich absolut perfekt. Aber ja, wir werden den Typen gleich einwechseln. Alter, was ist das hier für ein Team? Neymar in Form. Ronaldo Hero als Stürmer. Und wir ziehen hier als nächsten Spieler Boateng sogar noch hier im Mittelfeld. Aber ich glaube, der bringt uns jetzt auch nicht unbedingt mehr. Denn ihr seht es selber. Junuzovic. Ja, das bringt uns nichts, wenn wir den Kollegen mitnehmen. Egal, wir nehmen ihn einfach mal mit. Okay, wir haben noch 2 Spieler übrig. Das schaue ich jetzt mal. Shaqiri gibt es hier noch. Und Dybala. Haben wir hier vielleicht noch einen Liga-BBVA-Stürmer? Leider nicht. Ich würde sagen, wir nehmen Shaqiri mal mit. Der Typ ist eigentlich auch eine richtige Maschine. Aber dann haben wir natürlich Robben auf der rechten Seite. Das heißt, da wird Shaqiri nicht ganz so zum Einsatz kommen. Und auch diese Spieler waren jetzt nicht die allerbesten, die wir hier gezogen haben. Wir haben hier noch Montañez. Aber das bringt uns, glaube ich, auch nicht mehr, obwohl der kriegt, glaube ich, sogar ein bisschen mehr Chemie als Neymar. Der kriegt sogar ein bisschen viel mehr Chemie. Das passt einfach alles perfekt. Und dadurch haben wir knapp 100 Chemie. Ihr seht es, nur Junuzovic und der Stürmer, die haben nicht die volle Chemie. Das heißt, wir werden gleich noch Neymar und natürlich Ronaldo als Hero einwechseln. Payet haben wir sogar auch noch, den werden wir vielleicht auch nochmal reinbringen. Und Insigne haben wir natürlich auch noch. Naja, ich würde sagen, dann starten wir mit diesem Team ins Spiel gegen Venom FIFA. Und dann bin ich mal gespannt, wie sein Footdraft-Team aussehen wird. Er hat natürlich jetzt auch ein neues Team gebaut. Dann würde ich sagen, starten wir ins Spiel. Los geht's. Okay, da seht ihr auch schon das Team von Venom FIFA. Und ihr seht es schon, er hat Lewandowski Hero vorne im Team. Sein Team, Alter, das ist auch ein richtig krankes Hybrid, ne? Aus, ich glaube, 3 Ligen, ne? Ja, aber die Chemie passt nicht so bei den einzelnen Spielern. Ja, die Chemie ist nicht ganz so okay. Aber okay, du hast gesagt, du hast auch noch ein paar relativ geile Spieler auf der Bank. Ja. Ich würde sagen, wir wechseln nur direkt am Anfang, oder? Ja, können wir gerne machen. Okay, hier seht ihr es. Ich habe nur kurz Cristiano Ronaldo Hero und den Inform von Neymar. Das weißt du ja gar nicht, ne? Das ist jetzt Alter. Das ist Neymar Inform. Richtig krasses Luck gehabt, kann man so sagen, beim Teambuilding. Ich hoffe mal, die beiden rasieren davon. Ich habe die beiden jetzt sogar mal in den Sturm gepackt. Kruse jetzt als ZOM. Ich mag. Oh. Scheiße. Scheiße. Ronaldo, Mann. Alter, wie der die Skills auspackt. Die sind so schnell bei dem, Mann. Schade. Ist der Rechtsfuß oder? Linksfuß. Boah. Er ist links. Ist der Linksfuß? Ja. Dann habe ich sogar mit dem richtigen Fuß geschossen. Alter, das war ein krankes Teil. Nein, nein, ich hasse es. Es gibt jetzt eh wieder einen Elfer. Elfer. Ich hab's doch gesagt. Und in dem Moment, ich habe genau dann getackelt. Ich wusste, ich darf eigentlich hier nicht tackeln. Mann. Du kannst im 16 bei Footdraft nie tackeln. Es gibt immer sofort einen Elfer. Genau wie bei mir. Ich drehte dich und es gibt 11 Meter. Der hat den kaum getroffen, Mann. Boah, das war echt so Ronaldo. Ein Stück, ne? Ronaldo, Cristiano Ronaldo, 2-1. Oh Mann, Alter. Ich hatte echt ein paar Chancen jetzt gerade. Ich muss zugeben, ich hatte nicht die Eier, um jetzt den Torwart zu nehmen, wie du das gemacht hast. Weil 11 Meter steht auch immer bei mir in den Kommentaren. Schieße ich grottenschlecht. Ich eigentlich auch, aber was? Komm, 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 die kommt. Perfekt. Oh mein Gott. Was macht Begovic denn da? Wieder den Held. Der hält den einfach fest. Oh mein Gott, nein. Die ganze Mitte ist jetzt offen. Ich hab drauf spekuliert. Nein. Was? Oh, Torwart. Ref. Und das gibt Elf. Das kann nicht dein Ernst sein, EA. Das kann ich bin echt auch nicht der beste Elferschütze, ne, muss ich echt sagen. Ich bin echt nicht der beste Elferschütze.
verkack das Ganze irgendwie auch immer. In den entscheidenden Momenten aber diesmal mache ich ihn. 2-2. Und Kruse ist es. Ich weiß gar nicht, wer hat das erste Tor gemacht? Ronaldo. Ne, Kruse hat noch kein Ding gemacht. Boah, das ist eine richtig spannende Partie, Mann. Vor allem nicht mit der Picke. Oh, warum kommen die Pässe denn nicht an, Mann? Klasse Ball. Depay mit dem linken. Depay 3-2. Klasse Ball hier von Rakitic. Das war so dumm jetzt wieder, dieser Fehlpass, ne? Ich habe fast schon mit dem Elfer gerechnet wieder. Ja, ich habe auch gedacht, es gibt jetzt wieder den Elfer. Okay, jetzt bleibt mir nur noch die Chance, direkt nach dem Anschluss durchzulaufen. Aber dieser Fehlpass wieder, das ist immer dasselbe bei mir. Es geht 3-2 für Venom FIFA. Es hat sozusagen die Revanche gewonnen. Ihr könnt euch noch die Partie bei Venom FIFA natürlich gerne auf dem Kanal reinziehen. Da gab es ja quasi das Hinspiel. Da gab es eine Runde FIFA Quartett, sozusagen ja deine eigene Serie. War auch eine richtig geile Runde. Die Runde hat auch richtig Bock gemacht. Und ja, wenn ihr es natürlich nochmal sehen wollt oder so, irgendwie eine Runde Footwave gegen einen anderen YouTuber, lasst einfach mal ein Like da. Und ja, dann überlasse ich dir das letzte Wort. Wir sind jetzt raus. Wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst dem Till mal hier einen Daumen nach oben da ordentlich. Schreibt mal in die Kommentare, wollt ihr sowas öfters sehen. Der Till, denke ich mal, wird das dann schon berücksichtigen. Wir sind jetzt raus. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao. Und ciao. Okay, bevor wir kurz das Video beenden, es gibt natürlich noch, ja, man kann sagen, den Verliererspreis. Aber ich will euch die Packs natürlich trotzdem zeigen. Das gehört auch dazu. 2 Goldset und 1 Silberpack. Natürlich nur überall eine seltene Karte dabei. Aber man kann natürlich trotzdem immer noch was Krankes ziehen. Wir fangen an mit dem Silberpack. Ich weiß nicht, hast du in 5K-Packs schon mal was Gutes gezogen? Ja, oder so? Den Max Kruse in Form. Gestern okay, war das. Okay, das macht mir ein bisschen Hoffnung, das Silberpack. War wie ihr und je immer absoluter Scheiß. Kann ich direkt discarden. Aber okay, dann hoffen wir mal direkt hier auf irgendeinen Inform. Das wäre natürlich mega krass. In einem 5K-Pack nimmt man das erste auf. Und es wird ein Non-Rare-Pack. Ja, okay, es wird wenigstens noch ein seltener Spieler drin. Emerson, aber sonst war das Pack auch wieder mega schlecht. Naja, dann machen wir noch kurz das letzte Pack. Und dann sollte es das auch soweit gewesen sein. Wir gucken mal direkt hier noch. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt natürlich auch den Kanal von Venom FIFA aus. Auch wieder nur ein Non-Rare-Pack. Ja, das war es dann jetzt wirklich von dem Video. Macht's gut, wir sehen uns und ciao. Ciao.